Ladies and gentlemen, welcome to Bound for Glory! Dafür, dass deine Stimme im Arsch ist, hast du das aber verdammt lang gezogen. Dankeschön, dankeschön. Herzlich willkommen, ja, Freunde, zum Pay-Per-View! Ja, auch von meiner Seite, hallo und herzlich willkommen zur Pre-Show von Bound for Glory, zum ROH Tag Team Champion Match zwischen den Second City Saints und Generation Me oder Next? Generation? Ach, keine Ahnung. Generation Next, ja. Generation Next, nämlich Matt Sydal und Jack Evans. Und ich glaube, die Tag Team Matches sind unentschieden ausgegangen. Das Richtig. Match zwischen Punk und Sydal hat Punk gewonnen. Das Match zwischen Evans und Cabana hat natürlich Jack Evans gewonnen. Indem er ihn kaputt getreten hat. Und ich möchte dich auch bitten, jetzt fang gleich wieder nicht an zu singen, wenn Cabana irgendwas macht. Göttlich, göttlich. Deshalb mein Tipp hier auch, Generation Next. Dein Tipp ist Generation Next? Ja. Weißt du, was mein Tipp ist? Hey, Copa, Copa Cabana. Irgendwann sehe ich dich mal im echten Leben und dann trete ich dir so ins Gesicht für die Scheiße. Ah, das wird herrlich. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, Cole Cabana räumt heute auf und wird am Ende, wie immer in wichtigen Titelmatches, die Entscheidung holen. Ist ja wohl klar, oder? So, los geht's. Punk räumt direkt mal auf. Finde ich gut. Was sei denn, willst du mich verarschen? Lass dich doch da nicht so zurechtstiffen direkt, ey. Doch, 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 doch. Das finde ich völlig in Ordnung. Also, Oh, Sydal! Sehr schöner Move. Sehr nice. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, die Spiele zwischen den beiden Teams ist ziemlich ausgeglichen gewesen. Ja, aber darauf wollte ich auch gerade hinaus. Ich finde das sehr interessant, weil man eben bei den Tag-Team-Matches waren jetzt so ein bisschen die Second City Saints überlegener, aber dann eben in den Einzelmatches gab es jeweils eine 1-1. Also das ist eigentlich mal fast schon ein richtig gut aufgebautes Tag-Team-Titel-Match. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, als wir die beiden denen da die Chance gegeben haben. Nee, hätte ich auch nicht gedacht, ganz ehrlich. Ja, wir haben halt überlegt, wem wir das jetzt geben können, nachdem ja sonst so viel bei ROH war, wo man die anderweitig verplant ist. Ja. Mit dem Titelgewinn von Super Dragon. Nein, das schreie ich jetzt noch nicht. Das muss ich nachher noch im Super Dragon Match machen. Und natürlich mit der großen Story, die heute Abend gipfeln wird zwischen Tyler Black und Jimmy Jacobs. Oh ja, Mann. Und auch natürlich dem Tag Team von Kenta und Maru Fuji, was sich ja schon wieder getrennt hat. Und richtig, steht auf der Karte. Die beiden werden auch noch aufeinander treffen heute Abend. Letztendlich also kann man sagen, es ist ja tatsächlich unser offiziell erster Pay-Per-View, bei dem alle 9 Titel auf der Karte stehen. Ich glaube... 9 Matches, ja. Meine ich. Ja, genau. Und wir haben noch ein Match, wo es noch nicht mal um Titel geht. Es würde rein theoretisch ja auch um alle 9 Titel... Oh, nice Jack Evans. Von CM Punk, Alter. Was eine Powerbomb. Es würde rein theoretisch um alle 9 Titel gehen, aber nachdem ja eins ein Champion vs. Champion Match ist, haben wir halt Gott sei Dank noch das Kenta Maru Fuji Match mit auf die Karte packen können. Richtig. Oh, mal sehen. Aber Punk, aber guck mal hier, der hat schon beide jetzt hier gut runtergekommen. Ja, Punk macht das ziemlich gut, er hat auch kein Interesse zu Cabana zu wechseln, weil er das wirklich ziemlich gut nach Hause bringt hier im Moment. Zack. Er versucht Evans mit dem Speed zu kommen, aber rennt sofort in den Armdrag. Und, was kommt jetzt vom Punk hier? Alter, lange! Ah, schöner, langer, Vertical Suplex, gut gemacht. Oh, hier Mongolian Chops und jetzt die Low Kick, Spinning Low Kick und... Nein, jetzt aber, kommt nochmal Evans. Evans, vielleicht. Evans war der Mann, der hier... Nice! Oh, schöne Aktion hier von Evans. Evans war es ja, der Cabana schlagen konnte im Einzelmatch. Und jetzt kommt vielleicht der Tag? Ja! Ja, natürlich. Dann wird dann auch mal gewechselt. Oh, und Double Catapult in die Ringecke haben wir so auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee. Nice, sehr schön. Will jetzt Evans schon wechseln, weil er gab auf einmal Gas und wollte drüber. Ja, jetzt hier schöner Chinbreaker gegen Colt Cabana. Ja, ich denke, ja. Matt Sydal kommt jetzt in den Ring. Kriegen wir was wir noch nicht gesehen haben, nämlich Sydal gegen Colt Cabana. Genau. Und ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt mir hier so Colt Cabana angucke und Sydal angucke, da ist Sydal doch etwas zu dünn geraten, oder? So schmächtig ist der auch nicht. Ja, ne, also zwischen den beiden finde ich es fast schon wieder okay, weil Cabana ist jetzt doch schon stämmig. Stämmig.
Oh Leute, was macht ihr denn da? Ich habe auf euch getippt. Ja, der Tim hat gesagt, Titelwechsel hier heute im, ja, in der Pre-Show, im Open Up the Pre-Show. Oh, aber jetzt hat schaut, oh, wie Kronk so aus dem Ring fliegt. Und da kommt sofort Jack Evans und... Und wirft ihn erstmal gegen die Ringtreppe, da stößt er sich das Knie. Nochmal der Whip. Aber jetzt hat knallt er richtig drüber. Ja, und die arbeiten jetzt draußen zusammen, oder wie ist das? Oh, jetzt schmeißt ihr Cabana dafür als... Oh, aber jetzt hier schön der Move. Oh, dieser geile alles, DDT. Alles in der Nähe der Ringtreppe macht mir Angst. Ja, immer, grundsätzlich. Oh. Okay, Shoulderblock von Cabana. Ah, wir müssen natürlich aufpassen, nicht ausgezählt zu werden, weil ansonsten behalten nämlich die Second City Saints ihren Titel einfach. Oh, und jetzt, oh, jetzt kommt Parker, jetzt reicht's ihm. Ja. Und schmeißt dann auch erstmal Evans über die Absperrung. Und damit so, er den jetzt muss nicht jetzt Gas geben, wenn er das Match auf normale Art und Weise gewinnen oder verlieren möchte. Und jetzt kommt... Ah, schöner Move hier. Auch so ein Reverse DDT von... Wow, Alter! Matt Sydal, übelster Highfly, Knee Drop hier. Und schöner Dropkick hinterher. Und das ist die Schnelligkeit, die Matt Sydal hier ausnutzen muss, um Cabana gefährlich zu werden. Ja, beide. Auch Jack Evans. Ne? Die beiden sind halt sehr, sehr schnelle Wrestler. Und Cabana wechselt jetzt erstmal. Und auch Sydal. Oh, Punk macht sich die Haare nach hinten, wie wenig er hat. Der hat die Zeit, die Ruhe weg. Und da kommt Evans mit einem Zwickeneckbreaker, aber ein richtig starker. Sehr schön gemacht. Und jetzt wird er weggeschubst von Punk. Aber danach hier wieder mit dem Dropkick. Ja, also schlecht verkaufen tun die beiden sich nicht. Nö, das nicht. Sie können auf jeden Fall mithalten. Ja, und jetzt und Punk wechselt sofort zu Cabana. Oh, das jetzt wird Jack Evans den so fertig machen. Oh. Pass auf. Wie bei ROH. Nein, Cabana hat gelernt aus dem letzten Match. Nein, Cabana ist einfach zu langsam für Jack Evans. Schau, alles genauer geplant. Schau, der Block jetzt erstmal wieder. Evans down. Cabana jetzt mussten richtig schön isolieren von Matt Sydal. Und dann holst du hier den Sieg wieder. Oh, war auch er mit dem Swing Neckbreaker hier. Und die Elbows. Ja, gerade das ist halt sowas gegen diese kleinen, schmächtigen Wrestler ziemlich böse, wenn dann Cabana mit Powerhouse kommt. Schöner Dropkick von Evans, der wechselt sofort zu Matt Sydal. Also, es sind auch viele Wechsel immer wieder. Ja, Tag Team Wrestling halt, ne? Ja. Tag-Team Matches im Opener, das hatten ja schon Second City Saints gegen Kenta und Maro Fuji. Sowas lohnt sich einfach immer anzugucken. Ja, richtig. Und schöner Job Joe holt, um hier Cabana wieder aus Punks Ecke rauszuholen. Das war wirklich gerade sehr nice gemacht. Wollten gerade wechseln und dann Job Joe holt. Sehr cool. Ja. Und jetzt hier. Ah! Schöner Move. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich wollte gerade sagen, Sydal packt so viele Moves aus, die mir gerade überhaupt gar nichts mehr sagen vom Namen her. Schlimm. Und jetzt Bulldog. Running Bulldog. Yes. Jawohl. Ja, Sydal macht das ganz gut. Wir haben noch nicht ein Cover, ein Submission gesehen. Jetzt vielleicht mal eine Submission. Ah ja, kaum sage ich, da ist die Submission. Aber es ist keine richtige. Aber jetzt bleibt Cabana auch mal liegen. Die Moves haben also Wirkung gezeigt von Matt Sydal. Und da kommt selbst der Dropkick, aber voll ins Gesicht, Alter. So, Cabana wechseln. Gut. Und jetzt Punk. Und der Punk doch nochmal ein bisschen besser zu ran. Erst mal wieder wegstiffen, jawoll. Und Punk stifft halt auch sofort drauf los, ne? Das ist halt das Problem. Oh, jetzt ohne hier. Oh, schöner Move. Oh, Punk geht jetzt auf Apron und da kommt er mit seinem Elbow. Der geht durch. Ich dachte, da könnte Metzler der vielleicht seine Geschwindigkeitsvorteile ausspielen oder so. Oh, schön. Was? Oh, sehr schöner Konter. Alter, das war quasi ein Reverse-Belay. Ja, richtig. Ja, nice. Schutz, ich dachte zuerst so, schön von Punk gekontert und dann haut er mit Sydal einen raus. Also Metzler macht mir im Ring richtig Spaß, muss ich sagen. Oh ja, Punk jetzt hier wieder mit den Kicks. Er wird ausgekontert. Warte ja noch auf einen 720-Splash oder so. Und, Bam! Ah, Dropkick 720, übertreib's nicht. Ah, 540, ne? Nein, 630. 630, okay. Wenn er den auspacken würde, ich würde es ausmarken. Oh ja. So, jetzt ist die erste der Lockup. Den wird Punk gewinnen, oder? Ja, keiner gewinnt. Sie lösen sich selbst, okay. Aber dann kommt, ist Punk schneller wieder dran. Und jetzt ist Evans wieder dran. Oh, und jetzt Punk wieder. Oh, ganz schöne. Hochwertiges Wrestling. Ja, also, ja, sie sind jetzt schon die gute 10 Minuten im Match und die machen ganz normal.
Die Technik noch. Kontern sich hier noch aus. Oh, und jetzt Evans mit dem Tip auf. Tip ab, aber. Kommt jetzt Evans zurück. Bam! Oh! Wie hieß das noch? Das war der Kick, den Colt ausgenockt. Alter, ist hier back down. Sind wir das erste Cover, das direkt durchgeht? One. Ach was. One. Der Sierpack no-sellt ihn erstmal. Also, aber hat Gewinner beim ersten auch gemacht, ne? Und ja, jetzt ich glaube auch. Oh nein, ich weiß, wir wissen genau, was jetzt passiert. Geht er jetzt raus mit ihm? Geht er jetzt hinterher? Oh, ja, oh ja. Oh oh, DDT. DDT auf den Apron. Alter, wäre ja, hat er fast einen Überschlag gemacht, ne? Oh, und dann tanzt er erstmal Evans. Ja. Ja, nicht so übermütig, Evans. Er verhöhnt Punk richtig. Aber da kommt Matt Sydal, macht alles richtig. Und würde jetzt auch erstmal sagen, jetzt geh wieder in den Ring und kümmere dich drum, ne? Und hol uns die Titel. Zack, High Kick von Jack Evans. Nicht schlecht. Und jetzt Punk geht raus und dann läuft Evans wieder rein. Ist also, das wirklich, frech, gell? Das oh, das, jala, geil, alles klar. Und jetzt, oder? Geht Punk auf den Apron und er stiftet erst wieder weg vom Apron, sehr nice. Ja. Oh, und dann wird's gefährlich für Punk und er wechselt erst so zu Cabana. Ah, er hätte so. Oh. Oder Cabana sagt, ja komm, und jetzt kommt Matt Sydal wieder rein. Ja. Was kann Sydal jetzt noch auspacken? Au, den Stroke! Stroke, Vintage Jeff Jarrett. Ja, Mann. So, jetzt probiert das hier wieder mit diesem Lock-up, um Cabana eigentlich die Luft zu rauben. Ja, aber es hilft, ne? Cabana liegt sofort am Boden und weiß nicht. Also, wie gesagt, mein Tipp hier, ne? Oh, mein Tipp, ja. One, two. Oh, aber Kick out von Matt Sydal. Achso! One. Was macht hier? Packt ihr da? Oh, starker Konter und jetzt kommt der Destroy. Jawoll! One. Oh, nee, und jetzt vorbei. Alter! Schöne Fahr. Ach, wie soll man sagen? Das war eine richtig geile Pin-Combination. Ja, richtig. Und jetzt hier dieser Double Knee Drop von. Oh, aber dann rennt er genau in den Tornado DDT. Also, das Match ist sehr stark. Also, wir haben hier meistens das Händchen für Opener, ne? Aber das ist richtig stark. Ja, our Age Tag Team Matches im Opener sind grundsätzlich Gold wert. Ist echt so. So, jetzt halt versucht es ja Punk nochmal mit der Kopfschere und mit dem Elbow. Wer wird hier wirklich den entscheidenden Punkt bringen? Ich meine, ganz ehrlich, wieder seid ihr mit diesem Nito. Wir haben die Second City Saints, glaube ich, noch nicht einmal covern sehen, ne? Nee, gar nicht. Also, bis jetzt, ich denke mal, sie werden sich auf ein finales Cover eilen. Oh, jetzt hier, mit Bridge, da ist das mit Cover. Bridge, one. Schau das mal an. Sydal ist halt noch frisch, ne? Relativ frisch, sagen wir mal so. Ja. Schöner Snapmare und der Soccer-Kick. Oh, aber fast in den Nacken schon. Wir haben auch noch keine Finisher von den Second Saints gesehen, Cabana. Da hinten sehe ich, ist die andere Ringtreppe auch kaputt. Was ist denn das passiert? Camel Clutch! Da muss aber Evans kommen. Jawohl, Evans ist da. Ist sofort da. Aber sowas ist immer gefährlich. Oh ja, jetzt hier Whip-In von Evans. Aber es ist halt, was hat Evans vor? Warum geht Evans denn raus? Er ist doch der legale Mann, dachte ich. Dachte ich auch gerade so, wo will er hin? Er wird auch nicht angezählt. Okay, Sydal und Cabana sind die legalen Männer im Ring. Tatsache. Und jetzt möchte jetzt Evans rein. Und das darf er auch rein. Und was macht Punk eigentlich? Auf Punk? Achso, Punk ist offiziell drin. Achso, Punk. Ich dachte, Cabana Punk noch. Punk und Evans. Aber etwas wie durcheinander, ne? Ich komm voll durcheinander, Alter. Oh! Nee! Nee! Das ist der Go-To-Sleep. Wird das der Go-To-Sleep? Oh, und dann haut der Cabana mit um dabei. Matt Sydal! One! Warte, da kommt er mit dem Crossbody. Punk fängt ihn ab in den Go-To-Sleep. Richtig nice, dieses Match jetzt bisher. Oh ja, sehr geil, sehr, sehr geil. Da kommt Jack Evans. Geile Dance-Moves. Und dann wieder Schoolboy. Komm in die Seile. Oder Matt Sydal ist da. Komm schon. Oh nein, dann geht das wieder umgedreht. Evans, one, two. Oh, Punk kann sich nochmal rauspowern. Powert sich da oben, Alter. Und Schoolboy von jetzt hier Punk One. Oh. War auch bei 1. Wahnsinn, was für ein Match. Unfassbare Sequenzen jetzt hier. Oh, Low Kick von Punk. Kommt jetzt hier der Whip in. Jawohl. Und oh nee. Evans hat den Dropkick unterbunden. Das ist jetzt vielleicht eine richtig gute Chance für Jack Evans. Und haut ihn wieder raus. Dieser Kick auf den Hinterkopf.
Und er kann natürlich auch mal ausknocken jemanden. Oh ja, gut, aber dann so eine Armbreaker da vom. Das ist ja auch, das gibt doch jetzt das nicht. Das ist nicht die richtige Lösung. Jetzt hat er trotzdem nochmal ein schöner Dropkick. Ah, und dann. Da hätte ich gedacht, da geht was. Und dann geht das. Geil! Beide mit Dropkick gegen ist das. Aber jetzt, aber Evans ist einfach momentan fixer. Momentan ist Evans frischer hier, schöner Jumping. Evans hat richtig Bock, der möchte hier mal Titel holen. Jetzt hat der Dropkick von CM Punk. Alter. Und jetzt Punk, was hat er vor? Gar nichts, Evans steht schon wieder. Er will wechseln, aber bei Evans wechseln, lässt ihn nicht. Jetzt wird aber schön isoliert, ab in die Ringecke. Kein Tag-Team-Move, weil Punk es kontert. Aber jetzt müsste sich, ja gut, er schnappt ihn sich aber nicht. Ich dachte, jetzt hätte Sadell ihn vielleicht einfach am besten festgehalten oder so. Aber jetzt hier der Neckbreaker. Schön mein, hier von Punk. Also ich muss auch mittlerweile ganz ehrlich sagen, na, hier, wenn die Generation Next hier tatsächlich gewinnt, also ich hätte ja aktuell nichts dagegen. Das ist ja wirklich Weltklasse, was die hier zusammen zeigen. Oh, 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 jetzt könnte Punk vielleicht wechseln, wenn er schlägt. Ja. Seidel jetzt wieder offiziell im Ring. Hätte er ihn besser festgehalten oder so, als er den Tag gemacht hat. Ja. Oh. Oh, oh schöner Konter von Cabana. Ja, der war jetzt schon lange nicht mehr im Ring, der ist natürlich jetzt frisch. Ja, der konnte sich bestimmt gut erholen. Jetzt hat schöner Whip-In von Cabana. Komm schon, Cabana. Jawoll, Knee Drop. Jetzt mal der Knee Drop von Cabana. Oh, jetzt geht oh, der was hat er jetzt Apron vor? Nein, er steigt direkt aufs Turnbuckle. Und dann, was für ein Uppercut. High Knee, Alter. Uppercut. Oh, Hurricanrana. Und jetzt Hurricanrana. Das war nix, das war nix. Da hat sich Cabana ein bisschen selber ein Eigentor geschossen. Ja, er hat sich völlig verschätzt gerade bei der Aktion. Kopfschere jetzt hier. Oh. Oh. Cabana kommt aber zurück, wechselt jetzt zu Evans, zu dem Mann, der ihn schlagen konnte bei ROH. Ja, aber jetzt hier kommt der Konter, da ist nicht mehr. Und jetzt? Und der oh, DDT was ein Tornado! Come on, Cabana! Oh oh, Evans muss zurück, ein Showkick! Hat kann das sein, dass er dasselbe Comeback hat wie Punk? Ja, hat er. Ja. Wieder die schöne Dropkick-Combination und der Swinging Neckbreaker! Come on, Cabana! Jetzt Airplanes bitte und ist vorbei, oder? Ja, nee, erstmal Cover. One, two. Und er wird direkt ausgelockt. Aber wir sind Gott sei Dank nicht solche Weicheier wie früher. Ja, das stimmt allerdings. Und jetzt hier. Oh, Traum auf der Kopfschere von Jack Evans. Ja. Könnten wir langsam hier Finish machen? Was war das denn? Das sah jetzt ein bisschen strange aus, ja. Buggy aus. Oh, harter Knie in den Magen, aber doch nicht so nah bei Matt Seidel. Kickt Evans auch bei 1 aus. Jetzt sind wir in der Coverphase, wo jedes Team langsam anfängt, auf dem Zahnfleisch zu gehen, wo sie wissen wollen, ob man jetzt covern kann, ob das Ende sein kann. Jetzt wieder das. Doppelwechsel. Ja, aber Punk ist angeschlagen, wie man sieht. Ja. Ah, guck dir das an, die war trotzdem. Oh, der ist so angeschlagen, er muss sofort den Hotdeck zurück zu Cabana machen. Cabana verkackt. Ja, richtig. Oh, aber jetzt hier der. Da kommt hier Punk rein, schüttelt sich den Kopf, sagt, ne. Ne, Hotdeck. Oh, und jetzt erstmal hier dieser Facelock. Come on. Oh, aber Jack Evans ist da. Und nimmt sich jetzt hier Punk vor oder hat er vor? Nee. Ja. Jetzt kommt Cabana. Komm schon. Nicht so, nicht warten! Ach doch, dann oh, gibt es jetzt hier nochmal eine Double-Team-Aktion? Ja, Wechsel mit Jack Evans. Das und was kommt. Sehen wir jetzt? Was sehen wir jetzt für eine Aktion? Ein Double-Hip-Toss! Kann man mal machen. Oh, mit Kicks hinterher! Mit Zocker-Kicks hinterher. Stark! Oh! Nee, Jack Evans wollte gerade auf Punk. Da wollte Jack Evans zu viel. Boah. Und oh! Und dann kommt Cabana und rammt erstmal Matt Seidel um. Jetzt ist hier ein bisschen Eskalation gerade. Ja, schön, aber der Gut-Kick von Evans ist schneller und wieder. Oh, diese Kick-Kombination, ne, das ist der Hammer. Das ist ganz, ganz schlimm, ey. Oh, das wird Lisa! 639! Nein! 250, aber egal. 1, 2, halt, Punk! Oh, Kick! Oh, 2,9 und Cold Cabana kommt out! Ketcher kriegt die Schulter hoch! Fuck this shit! Boah, das war der 450, oder? Das war ein 450, ja, aber ich dachte auch, es wird das nix für dich. Jetzt der Cabana, Cover, Matt Seidel ist da. Oh! Und Seidel hatte so schön Punk abgehalten. Wahnsinn. Und Cabana mit einem unfassbaren Kickout. One! Nee, so nicht. Da musst du was auspacken, Evans. Alter, Cabana, was für ein Match! Das ist wieder ein RH Tag Team Title Match im Opener, ne? Unglaublich.
unfassbar. Und, oh, diese Kick-Kombination. Und jetzt sagt er, ist nicht. Ist nicht. Und, ah, nein, aber direkt wieder smart von CM Punk. Jetzt kommt der Hot-Tag zu Matt Sydal. Komm schon, komm schon. Geht er durch? Ja, der geht durch. Vielleicht, oder kann Cabana? Nein, Cabana Slingshot. Oh, scheiße. Ach, Mensch, Matt Sydal. Was macht denn jetzt CM Punk? Und das ist die Clothesline. Clothesline, wenn der Gegner steht, ist es noch kein Elbow. Ja, aber Elbow, Clothesline halt dann. Jetzt hier die Mitte und jetzt oh, das jetzt Cover. Cover 1, 2, ne. Aber guck mal, da weiß Jack Evans, da, da passiert eh nichts. Ja, da passiert nichts. Nicht so, oh, oh. Itsugiri. Jetzt wird wirklich nach jedem Move hier versucht, den Titel zu holen. Oder zu verteidigen. 1, 2. Wo ist eigentlich Jack Evans? Der geht gar nicht dazwischen, ne? Der hat das im Griff. Der weiß, dass Meltzer, der das im Griff hat. Ja. Und jetzt hier Whip-In. Wieder in die Ecke, kommt hier wieder. Oh, direkt festgehalten von Jack Evans. Smart. Und der smart. Knie. Und der in Knie. Den Magen von CM Punk. Jetzt geht's. Moonsault auf den Rücken. Kann man mal machen. Kann man einfach mal so zeigen. Oh, aber jetzt schubst Punk ihn hier weg. Sehen wir heute noch die Shooting Star Press. Alter, das würde ich ja auch feiern. Russian Leg Sweep. Jetzt komm. Aber jetzt. Jawohl, Jack Evans hat CM Punk wieder. Damit hat er nicht gerechnet. Metzadein muss jetzt hin, jawohl, und dann gibt's ein klares Zeichen und wuuu! Er shoppt gegen Punk. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt hier. Das der auch, was er mit Cabana gemacht hat. Er versucht ihn hier auszuchoken. Was macht denn hier eigentlich Jack Evans? Er macht den Ultimate Warrior hier. Ah, Punk 1, 2, 3, nein! Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh, was für ein super schnelles Ende jetzt. Alter. Aber für ein klasse, klasse Match. Match of the Year! Match of the Year! Match of the Year! Match of the Year weiß ich jetzt nicht. So jetzt aber nicht, Candidate, weil aber mal dicke. Candidate Alter. Sicherlich, aber. Ah. Was für ein Match, Alter. Mir fehlte da so ein bisschen das geile Finish für. Ja, klar. Das aber kam jetzt nämlich so aus dem Nichts, das Finish. Das kam aus dem Nichts, aber halt, auch ein bisschen Überraschung jetzt wenigstens dabei. Ja. Letztendlich verteidigen die Second City Saints. Oh, ist das bitter. Aber Generation Next haben sich absolut bewiesen und gezeigt, hier ist auf jeden Fall wir. Also abgeschrieben sollten sie nicht werden. Das auf gar keinen Fall. Vielleicht um ECW Tag Team Title oder irgendwie sowas in nächster Zeit. Kann man auf jeden Fall nochmal anbieten, Generation Next. Ja, die Second City Saints dominieren jetzt seit wie vielen Monaten bitte die Tag Team Szene bei ROH? Fast seit Beginn, ne? Das ist unglaublich. Echt ekelhaft, ey. Unfassbar. Ja, ROH Champions, Second City Saints, sie sind zu schlagen, das wissen wir. Das haben Kenta Marufuji bewiesen. Richtig, nur dann ist man halt doof, wenn man sich dann trennt. Ja, richtig. Und dann ergreift halt die Second City Saints die Chance. Ja, mit einem jubelnden Colt Cabana beenden wir den unfassbaren Opener von Bound for Glory. Mal wieder. Da wird's schwierig. Wir haben zwar eine geile Card, aber es wird schwierig, an dieses Niveau anzuknüpfen. Ich würde sagen, wir finden das heraus im nächsten Match morgen bei Bound for Glory. So schaut's aus. Bis dann, auf Wiedersehen.